Popöchen, willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Graveyard Keeper. In der letzten Folge haben wir endlich Linsen hergestellt. Und, oh, was ist da mit der Auflösung passiert? Weiß man das? Und wir haben folgendes Problemchen. Genau, die brauchte ich. Für was brauchte ich die nochmal? Für die Rüstung? Ich glaube, für die Rüstung war es, ne? Ne, da brauchte ich Haut. Aber jetzt fehlen mir ja nur 5 so Dinger da. Okay, was kriege ich hin? Kriege ich nicht hin, weil ich kein Eisen mehr habe. Ach, das ist doch jetzt schon wieder absolut bodenlos. Oh, dieses Spiel will mich natzen den ganzen Tag. Wie viel brauchte ich jetzt? 5. Na meine Fresse, du. Komm, ey, teleportiere mich da hoch. Steinbruch. Okay. Was habe ich getan? Bin unschuldig. So, dann können wir Platz hier. Jetzt besorgen wir uns erstmal ein bisschen Eisenerz. Also wenn wir Holz brauchen, haben wir jetzt genug. Einmal 5, okay, ja, das sollte ja erstmal ein bisschen reichen, ne? Jetzt wieder schmelzen. Ich überlege echt, ob ich mir noch einen Ofen baue, ne? Und weg ist es. Ich sollte mal einstellen, dass die Stöcke wenigstens hier landen. Das war hier, ne? Nee. Ja, hier kannst du Holz entsorgen. Damit kann ich arbeiten. So, Freunde. Wie lange brauchst du? Warum brauchst du so lange? Wir könnten ja schon mal den Arbeitstisch bauen gehen. Unten in der Kirche, unten den Tisch 2. Muss mal irgendwas gucken hier. Ne. Ja, okay. Könnten auch mal nach unseren Täubchen gucken gehen, ne? So, jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. Mein Gott. Arbeitstisch 2, Alchemietisch. Nee, Quatsch. Arbeitstisch. Tisch 2. 6 Holzbretter fehlen mir. Die kriegen wir hin. So. Wo habe ich denn den Schlüssel und so hingetan? Weiß das einer? Habe ich das hier drin? Nee. Wo habe ich den Schlüssel hingetan?
die kommen ja auf jeden Fall runter. Die haben hier nichts zu suchen. Gute Frage, nächste Frage, hm? Wo habe ich den Schlüssel? Habe ich den hier rein? Auch nicht. Das könnte man mal ausprobieren, ob das zu weißen Dings wird. Wo habe ich denn den Schlüssel? Da! Ich wollte nämlich was ausprobieren. Weil wenn man nämlich auf den Schlüssel geht, steht da auch nicht beendet. Und gibt blaue Punkte. So, jetzt aber Arbeitstisch 2. Ne, warte mal, ich habe Tisch 1 gar nicht gebaut, ne? Oder? Ah. Ach doch, das ist das Papierding. Okay. Wofür kann ich hier jetzt bauen? Wenn der nichts anderes hat, das verstehe ich nicht. Ich kann hier direkt die Flugblätter dran machen, dann brauche ich den Dings nicht. Was ein Schwachsinn. So, dann lass uns mal den Tisch hier vor. Alter, ist das euer Ernst? Nee, das war ein Silbernugget. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich erforschen. Ah, boah, 20 Stück für eine? Oh. Die braucht doch gar nicht so viel. So, wenn ich daraus jetzt Puder mache, kriege ich dann vielleicht weißen Staub? Ja. Ich weiß, wie wir weiße Farbe machen. Ey, wir können Papier in Massen herstellen. Bitte lass es jetzt so sein, wie ich glaube, dass es ist. Das wäre ja der Hammer. Das wäre der Hammer. Jetzt muss andersrum, ne? Erst Puder und dann Dings. Und Wasser. Und? Ne, doch nicht. Ach Mensch. Warum nicht? Das ist doch weißes Puder. Weißer Staub. Kann es sein deswegen? Giftiges Puder. Aber den kann ich nicht erforschen. Das ist doch alles kompliziert. Also man muss es tatsächlich alles nochmal erforschen, wenn man das jetzt in
Einzelteile zerlegt hat. So wie hier. Chaospuder, ja, weil man kann ja diese Chaosflüssigkeiten machen. Stromschleim, ja, tolle Sache. Ich prall das nicht. Ich hab gedacht, damit wären wir jetzt echt safe. Dachte ich wirklich, kein Scheiß. Tu das mal hier rein ins Alchemie-Gedönsel. Da hab ich gedacht, da wäre ich etwas auf der Spur. Aber war ich leider nicht. Auf immerhin habe ich den Schlüssel. Immerhin habe ich den Schlüssel. Aber manchmal kann man hier auch was anderes bei raus. Lass uns das nochmal versuchen. Stromschleim. Tauschen kann man es nicht, das heißt, es muss erst das rein. Jetzt ist wieder Todesschleim rausgekommen. Dass der die Mats nicht einfach drin lässt, finde ich so mega dumm, ehrlich. Jetzt ärgere ich mich, ich habe gedacht, wir hätten weiße Farbe. Ein Rotz wieder im Inventar, ne? Ehrlich. Oh, guck mal, wer direkt da ist, Alter. Was ein Lucky Day. Gib ihm den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Endlich einen Schritt weiter. In Ordnung, geh du vor. Die werden schon sehen, wer nutzlos ist. Ich werde ihnen ihr blödes Grinsen vom Gesicht hauen. Von wem redest du da? Ich rede von allen. Alle, die in dieser verfluchten Stadt leben. Alle, die denken, sie seien besser als ich. Nur weil ich... Komischer Kerl, oh, ich glaube, da ist, wonach ich suche. Ich glaube, das war heiß. Du bist tot, schon wieder. Ich muss zurückkehren und dieses Tagebuch besorgen. Ich habe da einen Gedanken. Warum habe ich denn jetzt schon wieder eine Geschichte im Inventar? Ey. Okay, schade, man sieht sie nicht visuell. Hätte ich noch gut gefunden, glaube ich. Ich brauchte für irgendwas Holzplanken, oder? Vertue ich mich. Hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich bin einfach zurück zu meiner Hütte gegangen.
Na toll, daran sollte ich mich langsam gewöhnen. Solche Dinge passieren mir ja ständig. Du bist so ein nutzloser Idiot, obwohl du unsterblich bist. Das ist echt nicht fair. Ich hasse dich. Wie bitte? Ich hasse dich. Lass mich das kurz aufschreiben, Friedhofswärter. Kann nicht sterben. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Da du deinen unsterblichen Hintern hierher geschafft hast, habe ich entschieden, dass ich diesem Kerker nicht sterben will. Welcher Kerker? Der ist gleich hier. Den gab es schon lange, bevor die Kirche gebaut wurde. Und niemand weiß, wie tief er ist. Vor der uralten Abmachung nagelten sie Ketzer an die Wand und verbrannten ihre Beine. Wie kann ich helfen? Ich habe meine Quellen, deshalb weiß ich immer, wo ich Dinge finde, die ich brauche. Wo ich sie finden kann halt. Naja. Und an diesem Punkt meines Racheplans befinden sich viele Dinge, die ich brauche in diesem Kerker. Zunächst brauche ich einen Eimer voller Blut und 5 blutige Nägel. Du solltest sie in den ersten Ebenen finden, dort wo die Heiden gefoltert wurden. So, als stöhnt da, hier klingst du, als stöhnt da jemand um Hilfe? Da links, bist du da? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Dieser Ort verbirgt viele Dinge, ist mir eigentlich egal, es sei denn, es hat mit meinem Plan zu tun. Ich sollte mal nachsehen. Heiliges Kanonenrohr. Tatsächlich. Was für eine nette Überraschung. Ich freue mich, endlich mal wieder jemanden zu sehen. Bist du am Leben? Brauchst du Hilfe? Sagen wir mal, ich bin bei Bewusstsein und ich freue mich sehr über dein Hilfsangebot. Mein Name ist Gunther. Das sollte reichen. Da sollte rechts irgendwo ein Hebel sein. Tapp ihn. Toll. Ich bin verwundert, dass der noch funktioniert. Würdest du mich jetzt bitte ein paar Mal mit deinem Schwert schlagen? Okay. Oh, das tut gut. Das erste Gefühl nach so langen Jahren. Jetzt beantworte ich gern deine Fragen. Wer bist du? Wie gesagt, ich bin Gunther. Bist du tot? Komplizierte Frage. Ich selbst würde mich eine transistorische Person nennen. Aber allgemein nennt man eins Untote. Warum sollte ich dich schlagen? Oh, in meiner derzeitigen Lage fühle ich nichts. Zunächst war das wie ein Albtraum, aber dann fand ich heraus, dass ich immer noch Schmerzen empfinden kann. Fühlt sich nicht wie Schmerz an, eher wie eine sanfte Brise, aber das ist alles, was ich habe. Okay, ich kann dich nochmal schlagen, wenn du willst. Das ist nett von dir, vielleicht später. Nach so vielen Jahren waren deine Schläge wahrlich ein Vergnügen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis ich wieder ein solches Vergnügen verspüren kann. Und ich habe noch ein wenig Fleisch auf den Knochen, es wäre zu schade, das zu vergeuden. Wie bist du zu einem transistorischen Wesen geworden? Wissenschaft, ein wenig Magie. Der alte Meister hat mich gemacht, nun ja. Eigentlich hat er viele von uns gemacht. Arbeiten meine Brüder noch auf dem Friedhof? Nein, ich glaube, es gibt nur noch dich. Übrigens, ich bin der neue Friedhofswärter. Oh, dann mach mir ein paar Brüder, sie werden dir eine große Hilfe sein. Wie mache ich andere transistorische? Oh, das ist einfach. Du findest die Blaupause für einen Wiederbelebungstisch auf dem Regal zu deiner Linken. Irgendwo sollte hier auch ein paar Flaschen mit der Hauptzutat für eine Wiederbelebung rumliegen. Du kannst immer mehr am Alchemietisch machen. Kennst du das Rezept? Nun, die zweite Zutat ist Blut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die erste war. Irgendein Pulver, glaube ich. Sind die dann so wie du? Leider nicht. Ich bin einzigartig. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich bin zu schlau. Deshalb hat mich der alte Meister hier angekettet. Ich habe nicht dazu gepasst. Ich kann dich freilassen. Ich bin schon so lange hier angekettet. Mein Fleisch ist zu gammelig. Außerdem mag ich es hier irgendwo. Wie können deine Brüder mir helfen? Oh, die können einfache Aufgaben für dich erledigen. Ist nicht dein Ernst. Wenn du ihnen die richtige Ausrüstung gibt, können sie Ressourcen für dich sammeln und sie sogar transportieren. Welche Ausrüstung? Und ich glaube, ein Zombie ist irgendwo unter den Felsen auf der Wand zum Wald vergraben. Du kannst ihn ausgraben und dir seine Ausrüstung anschauen.
Jetzt bin ich doch verarscht, oder? Ich heul gleich. Hätte ich das die ganze Zeit schon machen können? Nee, oder? Durchatmen, Mekko. Schädel in der Wand. Schädelsäule. Ich brauche 5 Köpfe. 10 Köpfe. Was ist das hier? Jetzt habe ich natürlich gefühlt, dass ich viel Leben wieder zurückbekomme. Das sollte ich wieder wegmachen aus der Mod. Das war natürlich nicht mein Plan. Das ändern wir auf jeden Fall ab. Ich habe jetzt natürlich auch 15 Leben pro Tick. Da machen wir wieder 2 draus. Nee, von hier bin ich nicht gekommen. Habe ich eigentlich immer noch das alte Schwert? Ja. Ich wollte gerade sagen, warum mache ich denn so wenig Schaden bei den Viechern? Okay, man findet hier irgendwie nichts. Okay, man kann Sachen kaputt machen. Okay. Sehr verwirrend. Sehr verwirrend. Aber so kommt man scheinbar schnell an Material. Warum hat mein Handy jetzt vibriert? Man weiß es nicht. Der hängt ja an den 3 Kerzen fest, weißt du? Jetzt bin ich gleich voll. Jetzt habe ich gleich keinen Platz mehr. Und hier geht's eh runter. Das sind so Dungeon-Gedöns hier, ne? Okay. Das nehme ich noch mit. Okay, dann bin ich wieder raus. Okay. Dann. Da kann man nicht drüber laufen. Da ist irgendwie so eine Feuerwand. Eieieiei.
Also wir können jetzt so eine Art Zombie-Tisch bauen. Ich lasse das auch mal hier unten, falls wir es brauchen. Scheiße, ey. Ich habe gedacht, ich könnte so weiße Farbe herstellen. Ne? Das nervt mich richtig. Warte mal, wir haben noch irgendwie so einen Zombie-Tisch gelernt, ne? Zombie-Tisch? Ne, hier nicht, scheinbar. Na komm, dann gehen wir mal hier unten rum. Vielleicht können wir den da bauen, bei dem anderen Kram. Ey, das stell dir mal vor, wir können einfach einen Fuzzi herstellen, der die ganze Zeit für uns arbeitet. Ne, hier auch nicht. Hier? Hier würde ich es verstehen. Auch nicht. Was brauchte ich denn hierfür nochmal? Ah, ich brauche nur Polituröl. Scheiß. Politurmasse. Nehmen wir die mit. Politurmasse. Und der Esel braucht wieder mal ein paar Möhren, damit wir dann Leichen kriegen. Das nehme ich auch mit. Dankend. Politurmasse war hier irgendwo, ne? Oh, ich muss hier unbedingt sortieren. Ich muss unbedingt Ordnung reinkriegen. Warum haben wir eigentlich nicht das Schwert gemacht? Da. Auf jeden Fall ein vernünftiges Schwert. Politurmasse. Kann ja überall sein. Gerade. Oh Gott, ey. Dass der immer auf Maximum geht, ne? Andersrum, wenn du mehr haben willst, ist es natürlich auch nervig. Da. Und hier der Zombie-Tisch. Rankenpresse. Hä? Ich hab doch so eine Blaupause bekommen. Kurios. Okay, wir gehen erstmal eben schlafen. Thank you.
Nein, Bruder. Hello.